Wir machten eine wenig erfreuliche Entdeckung. Überall bröckelten die Ufer ab, weil die steigende Flut an ihnen nagte und große Teile davon mit einem Plätschern und Glucksen mit sich riss. Merkst du was? Die Insel ist jetzt viel kleiner als bei unserer Landung. Ja, ich fürchte, du hast recht. Bei diesem Tempo, in dem hier beidseitig alles mitgerissen wird von den Wassermassen, wird sie nicht mehr allzu lange halten. Aber ein paar Tage vermutlich doch. Naja. Aber wir sollten auf jeden Fall das Kanu nah ans Zelt heranschleppen und allzeit bereit bleiben, sofort aufzubrechen. Unbedingt. Ich werde in meinen Kleidern schlafen. Und das ist genau das, was ich auch machen werde. Björn kletterte in einiger Entfernung am Ufer entlang und ich hörte sein fröhliches Lachen. Du meine Güte. Was ist denn? Björn? Was vom alles in der Welt ist das? Gütiger Himmel! Es ist die Leiche eines Mannes! Komm, sieh nur! Ein schwarzes Etwas, das sich in den schäumenden Wellen immer wieder drehte, schwamm schnell vorbei. Es verschwand immer wieder und kam dann mit einem Mal zurück an die Oberfläche. Als es auf unserer Höhe war, drehte es sich um und sah uns direkt an. Wir sahen, wie sich in seinen Augen das Abendrot spiegelte und der Körper in einem seltsamen Gelb schimmerte. Dann machte es einen hastigen Sprung und verschwand blitzschnell in den reißenden Tiefen. Es ist ein Otter! Ein lebendiger Otter auf der Jagd nach etwas Essbarem. Und doch hat er zunächst genauso ausgesehen wie der Körper eines Ertrunkenen, der hilflos von der Strömung gedreht wird. Das da drüben in dem Boot, das ist aber wirklich ein Mensch. Zweifellos. Was tut er? Er blickt offenbar in unsere Richtung. Ja. Aber die Entfernung ist zu groß und das Abendlicht blendet zu sehr, als dass ich klar erkennen könnte, was er vorhat. Es kommt mir so vor, als ob er wild gestikulieren würde und uns Zeichen gibt. Meinst du? Ja. Ich glaube, er ruft uns wütend etwas zu. Aber der Wind übertönt alles. Es ist kein einziges Wort zu hören. Er bekreuzigt sich. Wie bitte? Ja, ganz sicher, schau. Da. Nochmal. Er schlägt das Kreuzzeichen. Tatsächlich. Jetzt ist er außer Sichtweite. Verschwunden im Meer der Weiden. Aber was um alles in der Welt hat dieser Kerl überhaupt bei Einbruch der Dunkelheit auf diesem überfluteten Fluss gemacht? Ja, und was hat er mit seinen Zeichen und Rufen gemeint? Glaubst du, er wollte uns vor etwas warnen? Vielleicht. Oder er hat von Weitem den Rauch unseres Lagerfeuers gesehen und hielt uns womöglich für Geister. Ich weiß nicht recht. Erinnere dich an die Verkäuferin in Pressburg, die uns gewarnt hat, dass hier noch nie jemand angelegt hat, weil dieses Eiland von irgendwelchen Wesen bevölkert ist. Ja, das hat sie gesagt. Ich nehme an, sie dachte dabei an Feen oder andere Elementargeister. Vielleicht aber auch an Dämonen. Unfug. Dieser Bauer da gerade in seinem Boot wird eventuell zum ersten Mal in seinem Leben Menschen auf dieser Insel gesehen haben. Und das hat ihn zu Tode erschreckt. Das ist alles. Die Leute hier in der Region scheinen allesamt etwas zu viel Fantasie zu haben. Das kannst du laut sagen. Ah, da ist noch mehr Treibholz. Oh, gut. Merkst du was? Was meinst du? Der Wasserstand steigt immer noch. Ja. Wenn das so weitergeht, wird dieses Eiland in 2 Tagen komplett unter Wasser stehen.
Ich wünschte wirklich, der Wind würde endlich abflauen. Der Fluss ist mir im Grunde völlig egal. Mir auch. Die Flut macht mir keine Angst. Wir können innerhalb von 10 Minuten losfahren. Genau. Und je mehr Wasser, desto besser für uns. Richtig. Vielleicht lässt der Wind etwas nach, wenn die Sonne untergegangen ist. Das steht zu hoffen. Aber entgegen unserer Erwartungen nahm der Wind leider nicht mit dem Sonnenuntergang ab. Ganz im Gegenteil sogar. Er schien mit der Dunkelheit eher noch zuzunehmen, heulte über uns hinweg und schüttelte die Weiden um uns herum, als wären sie bloße Strohhalme. Der Mangel an Holz ließ es zu einer Herausforderung für uns werden, das Feuer am Brennen zu halten. Denn der Wind, der uns immer wieder den Rauch ins Gesicht trieb, wo immer wir auch saßen, ließ das Feuer ordentlich hochzüngeln.